Hallo, hallo, hallo. Hier ist mal wieder Schoki Banoki beschwert sich. Immer wenn ich im Auto fahre, dann höre ich die Wettervorhersage. Die Wettervorhersage ist ja grundsätzlich bei uns in Deutschland, andere Wettervorhersagen verstehe ich nicht im Ausland, ist grundsätzlich negativ eingestellt. Immer nur negativ. Dieses Wochenende ist leider nur 17 bis 21 Grad. Nehmt euch einen kleinen Pulli mit, das wird richtig kühl. Aha. Katastrophe, ehrlich. Man kann es auch wirklich, wirklich, wirklich nur negativ ausdrücken wollen. Wenn man mal sagen würde, hier, kommendes Wochenende, 17 bis 21 Grad. Es ist nicht Bullenhitze, ihr müsst nicht schwitzen wie die Affen. Nehmt euch ein Jäckchen mit, dann wird das Wochenende richtig cool. Dann ist es mal eine andere Herangehensweise und nicht so bescheuert, ehrlich. Wenn es mal irgendwie zwischendurch regnet, sagen die, ja, dieses Wochenende sind Regenschauer angesagt, passt bloß auf. Jo, dann nimmt man sich mal einen Schirm mit oder irgendwie ein kleines Regencape und dann regnet es mal eine Stunde oder 10 Minuten oder was auch immer. Echt nicht schlimm. Es ist ja kein Monsun hier in Deutschland irgendwie angesagt. Ehrlich nicht. Mann, 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 diese Wettervorhersage, gerade im Sommer, ist so negativ. Im Winter, ja gut, da ist es halt kalt und dann freuen sie sich, wenn mal kein Schnee fällt. Was sowieso ganz selten ist bei uns. In den letzten Jahren auf jeden Fall. Aber im Sommer ist es so grauenhaft. Naja, gut. Also, zum Glück mache ich ja im Radio keine Wettervorhersage, nur so ein anderes Zeug. Deswegen komme ich nicht in die Bredouille. Wahrscheinlich müssen die das auch irgendwie so sagen. Irgendwie so immer so doof negativ. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Naja. Das war Schoki Banoki beschwert sich. Wenn ihr auch eine Meinung dazu habt, dann schreibt das mal in die Kommentare rein. Ich würde mich mal interessieren dafür, was ihr darüber denkt, ob ihr es auch so empfindet, dass die Wettervorhersage in Deutschland immer nur so doof negativ ist. Ja. Dann sage ich bis dahin, Cheerio, Miss Sophie. Wir sehen uns.